Hallo ihr Lieben! In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, was man alles aus Schrumpffolie machen kann. Neben verschiedenen Anhängern sind das noch Ringe und Knöpfe. Und falls ihr noch nie was von Schrumpffolie gehört habt, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, diese auch mal auszuprobieren. Die im Video verwendete Schrumpffolie habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr solltet nur darauf achten, dass Schrumpffolie von unterschiedlichen Herstellern auch unterschiedlich groß zusammenschrumpft. Meine ist zum Beispiel um circa die Hälfte kleiner geworden. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal viel Spaß mit dem Video und beim Nachbasteln. Für das heutige Tutorial braucht ihr Schrumpffolie. Achtet darauf, dass ihr auf die richtige Seite malt. Bei mir war das jetzt die raue Seite. Dann braucht ihr Papier und gegebenenfalls einen Bleistift zum Vorzeichnen, Feinliner, Buntstifte und Filzstifte. Wie schon gesagt, verlinke ich euch alle Artikel unten in der Beschreibung. Als erstes starten wir mit einem Schlüsselanhänger und zwar mit dem Motiv der Blume des Lebens. Das Motiv habe ich mir einfach aus dem Internet heruntergeladen, ausgedruckt und mit Feinliner auf die Schrumpffolie übertragen. Nachdem das Motiv komplett übertragen ist, schneidet ihr es erstmal grob aus, lasst aber an einer Seite noch ein bisschen was überstehen, damit ihr dort euer Loch mit einem normalen Locher reinstanzen könnt, um es danach daran aufzuhängen. Achtet darauf, dass alles gut abgerundet ist, damit ihr am Ende keine fiesen Spitzen überstehen habt. Und schon ist euer erstes Motiv fertig. Als nächstes habe ich mir ein Einhorn vorgezeichnet, das lade ich euch gerne auf meiner Homepage hoch, dann könnt ihr es euch runterladen. Genau, das übertragt ihr dann auch auf die Schrumpffolie, macht wieder ein Loch oben rein, damit ihr es danach daran aufhängen könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt euer Einhorn noch bunt ausmalen. Ich habe das jetzt mit meinen Aquarellstiften gemacht und mit den Copics. Mein nächstes Projekt waren selbstgemachte Knöpfe. Am besten ist, ihr messt euch zuerst das Loch, durch die der Knopf dann durchgehen soll, aus, damit ihr ungefähr die Breite von eurem Knopf habt und zeichnet dann in der entsprechenden Breite euer Motiv vor und übertragt es dann auf eure Schrumpffolie. Dann schneidet ihr das Ganze aus und macht euch mit eurem Locher zwei Löcher gleichmäßig in die Motive hinein. Das war's auch schon. Als nächstes geht's an die Ringe. Messt euch dafür mit einem Maßband euren Umfang des Fingers, auf dem ihr den Ring haben wollt, und zeichnet euch diese Länge auf einem Stück Papier vor. Ich habe mir als Motiv eine Feder ausgesucht und diese vorgezeichnet. Dann mit dem Feinliner wieder auf der Schrumpffolie nachgezeichnet und mit leichten Schattierungen ein bisschen plastischer gemacht. Nachdem alles fertig gezeichnet ist, wird auch dieses Motiv ausgeschnitten. Ich habe mir noch einen zweiten Ring gemacht und zwar mit bunten Farben. Dafür habe ich einfach nur die Grundstruktur der Feder vorgezeichnet und dann einfach mit Buntstiften farbig ausgemalt. Wenn alles fertig ist, wird euer Ofen vorgeheizt. Bei mir waren es 160 Grad, aber das variiert je nach Folie und Hersteller. Und dann wird die Folie für circa 1 bis 2 Minuten in den Ofen gegeben. Ich habe euch das jetzt mal hier im Zeitraffer abgespielt. So sieht es dann ungefähr aus, wenn die Folie dann heiß wird, sich aufstellt und wieder auseinanderrollt. Sobald alles klein und geschrumpft ist, nehmt ihr euch am besten mit einem Handschuh euren Ring aus dem Ofen und gebt ihn über entweder einen dicken Stift oder hier war das jetzt so eine Suppenkelle aus Holz, damit die typische Ringform entsteht. Und schon ist euer Ring fertig. Und hier seht ihr nochmal den Größenunterschied der Teile zu ihren Vorlagen. Zum Versiegeln der Stücke könnt ihr entweder so einen Fimo Glanzlack nehmen oder einen durchsichtigen Nagellack, also einen Klarlack. Macht es am besten bei allen Teilen, damit die Farbe nicht runtergeht und ihr noch lange Freude an euren Kunstwerken habt. Und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch eure Knöpfe an euren Jacken oder wo auch immer befestigen. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus, wenn alles angebracht und angezogen ist.
Schlauchboot habe ich jetzt nicht als zusätzlichen Knopf verwendet, sondern einfach nur als kleinen Eyecatcher bzw. als kleines Accessoire oben am Kragen. Für euren Anhänger braucht ihr dann noch zusätzlich eine Sicherheitsklammer. Damit könnt ihr dann zum Beispiel das Einhorn an einer Tasche befestigen. Für den Schlüsselanhänger braucht ihr dann einfach nur noch so einen Ring. Den macht ihr oben in das Loch der Blume des Lebens hinein und befestigt es an eurem Schlüssel. Das Video zu dem Macaron verlinke ich euch hier oben und unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert auch gerne meinen Kanal. Habt noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachmachen!